Hey Leute, willkommen zurück zu Dark Messiah of Might and Magic. Ja, in der letzten Folge haben wir den Anführer der Orks besiegt, haben uns damit den Rückweg erkämpft, sage ich mal. Also jetzt lassen sie uns in Ruhe und ja, na gut, wenn sie uns nächstes Mal sehen, sagten sie, dann weißt werden wir du, sterben. Damit, aber wenn alles andere gut läuft, wirst du bald deinen Vater sehen. Hier? Wie meinst du das? Es ist schwer zu erklären, aber ich bin sicher, er wird miterleben wollen, wie sein großartiger junger Sohn den Schädel der Schatten in Besitz nimmt. Das hört sich eigenartig an. Ist er eine Art Zauberer? Ich glaube, das kann man so sagen, obwohl ich nicht sicher bin, ob er gerne so von sich reden hört. Mein Vater, ich bin ihm nie begegnet. Warum ist er so wichtig? Er ist eine sehr mächtige, sehr starke Person. Wie jede mächtige Person hat er mächtige Feinde. Was bedeutet das? Wen? Naja, zum einen den siebten Drachen. Entschuldigung. Ja. Ich weiß ja nicht irgendwie, was ich davon halten soll, dass die immer so sich da abstöhnt beim Reden. Also ich meine, man kann es auch übertreiben. Das werde ich übrigens nicht skillen. Die 6 Punkte sind es mir nicht wert für den Giftwiderstand. Weil ich habe so viel Tränke. Ich meine, das ist eigentlich komplett egal. Oh, Diana. Hast du schön bunt gemacht alles. Sarit, ihr habt es geschafft. Der Tempel fließt über vor Energie. Ich fühle mich, als könnte ich einen Berg anheben. Versuch lieber, ein Tor anzuheben. Lasst uns den Schädel holen und verschwinden, bevor Arantir... Bevor Arantir seine verkohlte Nase hier reinsteckt. Er geht voran und schaut, ob es ungefährlich ist. Okay, mach mal auf. Typisch, diese Farbe, ne? Hätte es ein männlicher Zauber gemacht, hätte es wahrscheinlich eine andere Farbe gehabt. Uah. Miss Piecher. Nein, macht nur Spaß. Ja, komm, stirb. Nein! So. Blödes Mistvieh. Dreckiges. Oh, warum bin ich tot? Verdammt. Oh nee, ich glaube, das war ein Fehler, dass ich jetzt Quickload mache, oder? Ey, diese blöden Ghule. Habt ihr gesehen, was die abziehen? Abartig. Och, nicht schon wieder hier. Warte mal. Wo war denn der Autosave? Gut, der war hier. Dann mache ich das so. Ja, ich sollte wirklich öfter speichern. Ich vergesse immer wieder, wie schnell man hier stirbt. Das ist doch ärgerlich. Schau ich mal die Dolche gegen die Viecher. Das ist, glaube ich, besser, weil das betäubt sie halt. Ja, ja. Was hatten wir, Liga? Na, mach doch mal die Tür auf. Versuch lieber, ein Tor anzuheben. Oh. Da soll ich nicht mehr runter. Bevor Arantir seine verkohlte Nase hier reinsteckt. Er geht voran und schaut, ob es ungefährlich ist. Jep. Machen wir doch glatt. Oh, Leute. Ich sag's nochmal hier. Ich hab's im letzten Part schon angemerkt. Dieses Dishonored, das wird so geil. Das wird so geil, glaube ich. Oh, guck mal. Ihr seid zu blöd, ihr Mistviecher. Na komm. Du darfst fliegen. Wo ist der andere? Ist der tot? Okay. Na komm, flieg. Ey, guck mal, was der abzieht. Oder warte mal, ich sollte vielleicht mal Lebensenergie skillen, oder? Das wäre gar nicht so doof. Kann ich das nicht irgendwie austauschen? Hey, Liana. Du schaffst es. Machst du gut. Mehr Energie. Na komm. Springt durch, wenn die Öffnung groß genug ist. Ich bleibe hinter euch. Ja komm. Ich halt's auf. Komm. Jetzt habe ich euch bei. Beeilt euch. Ich kann es nicht lange halten. Ah, ich folge euch. Lauf, Zaret. Such den. Oh oh. Liana. Ein Jammer, dass ihr mir in die Quere kommt, Mädchen. Aus euch hätte etwas werden können. Leider habt ihr euch für die falsche Seite entschieden. Oh, das tut mir ja so leid für dich, mein Lieber. Aber du konntest nichts tun, um sie zu retten. Außerdem, ganz unter uns, sie war nicht dein Typ. Vergiss sie, lauf! Ja, lauf, ihr Schandfleck. Aha. Ich finde. Oh, mal sehen, du Drecksack. Oh Mann, habt ihr das gesehen, was er mit Liana gemacht hat? Der hat sie wie eine Puppe beiseite geworfen. Dieser Mistkerl. Naja, wir sind schon im Kapitel 6 angelangt. Der Altar des Schädels. Hm. Oh, das wird spaßig. Das kann ich euch sagen. Aber das ist einer meiner Lieblingslevel. Der ist sehr... Ich mag's ja, so unterirdische Grabkammern zu erforschen. Die Spinnenstatue. Wir müssen näher heran. Es gibt bestimmt eine Inschrift. Irgendwas. Irgendwas? Na. Oh, da geht's ganz schön runter. Aua. Zombies.
Oder warte mal, machen wir das mal so. So, in den Kopf. Das geht nämlich auch, man kann ihn die Köpfe abschießen. Das ist auch so eine Art Finisher. Oder sie einfach mit Pfeilen erstechen, das geht auch. Uah, jetzt hat er mich vergiftet, Schwein. Okay, vielleicht wäre die Giftresistenz doch gar nicht so doof gewesen. Oh. Hörst du auf? Dem schieße ich jetzt mal den Kopf ab. Zack. Abstechen. Was macht der? Okay. Ups. Von die Säge von der Decke. Alles klar. Warte. Dich kriege ich so, mein Freund. Ach nee, jetzt ist das schon wieder weg. Jetzt aber fang. Was ist, warum ist das schon wieder weg? Das war gar nicht so, braucht man Adrenalin. Wie gemein einfach nur. Gott. Verdammter Zombie. Und. Abstechen. Dich auch noch. Jawoll, komm. Ja, erst wenn die sich auflösen, sind sie tot. Leider. Aua! Alter, aua! Von wo denn? Ich hab's gar nicht gesehen. Das ist so unfair manchmal. Na komm schon. Lad mal ein bisschen schneller. Ja, die Ladezeiten. Für so ein altes Spiel finde ich's doch schon... Nö. Nicht da. Da haben wir nicht gewettet. Hier war ich. Ja, Quicksave und so weiter. Ich find's doof, dass man mit der Quicksave-Taste nicht den Autosave laden kann, aber... Naja. Die Spinnenstatue. Wir müssen näher heran. Es gibt bestimmt eine Inschrift. Irgendwas. Jaha. Ich wollte es ja nicht machen, aber wir müssen nicht gegen die Zombies kämpfen. Wir können nämlich einfach ausweichen. Hier ist nochmal ein Secret. Bei dem auch eine Falle ist gleichzeitig. Ja. Oh Mann, oh. Das kann doch nicht sein. Entschuldigung, ich habe schon wieder einen rauen Hals von ganzer Zeit rumgemeckert hier. Spinnenstatue. Wir müssen näher heran. Oh, ja, Diana. Es gibt bestimmt eine Inschrift. Achso, ganz vergessen. Den grünen Uhren sind ja immer Gegengift-Violen. Na komm, nimm. Ich brauche sie zwar nicht unbedingt. Ich könnte mir aber mal eine. Na ja, komm, ist wurscht. Ist wurscht. Ich mache jetzt hier einen Safe, so. Da. Ich nehme mal kurz was mit zum Schmeißen. Das sieht voll komisch aus, der Felsen. Löse ich jetzt nämlich erstmal. Kommt hier einer. Die doofe Falle hier aus. So, Sprengfalle, weg damit. Was ist das denn? Das ist einer der Kristalle, die ich brauche. Wir sind aber nicht fertig, denn hier ist noch ein Gegengift und das war's. Oh oh. Hinter mir kommt einer, ich weiß es. Deswegen. Chanel. War hier nicht noch was? Hä? Nö. Da ist alles voll. Warte, deswegen schnell hier rauf. Nein, das war schlecht. Jetzt getroffen. Ja. Ich hoffe mal, der Giftnebel dieser Typen kommt hier nicht hoch. Ja, ist ein bisschen undurchsichtig. Ich meine, am Anfang weiß man erstmal nicht, wie es hier weitergeht. Aber wenn man es weiß, dann geht es eigentlich alles recht fix. Warum habe ich den Köcher jetzt aufgenommen? Was? Zwei Stück habe ich schon? Okay. Das war jetzt auch ein immer voller, spinn ich. Okay. Ach nee, warte. Hier ist wieder eine Anti-Gift-Viole drin, aber die brauche ich ja nicht. Oh, die ist eh runtergefallen. Naja. So, hier können wir nämlich jetzt einen dieser Steine einsetzen. Den ersten. Wo habe ich denn jetzt? Hallo? Siehst du die Inschrift? Die hier. Vier Vertiefungen sind für die vier Edelsteine. Orgasch weiß, wo das Gesindel sie in diesen Gruften versteckt hat. Ich weiß es. Okay, einen Fertigkeitspunkt haben wir schon verdient. Mal wieder. Ich weiß halt nicht. Ich müsste das auch mal irgendwann skillen, aber das jetzt noch nicht. Ich habe nur 50 Lebenspunkte. Naja, machen wir später, das werde ich zum Schluss skillen, die Lebenspunkte. Man kommt ja vorher erst noch so aus. Ich will nämlich hier diese. Dafür brauche ich nur noch einen Punkt und dann doppelt Adrenalin. Ist auch nämlich sehr nett. Schießkunst, ja, ich weiß nicht. Bogen fände ich eigentlich auch ganz lustig, aber ich bleibe lieber so beim Nahkampf. Das ist für mich so mehr das Mittel, womit ich dann die Gegner am besten killen kann. Warte mal, hier oben. Wow, da kommen sie wieder. Kumpels, lass mich mal kurz hier raufklettern. Lasst mal den Papa in Ruhe. Ja. Rar. Na komm, fall hin. Ich will dich da nur aufschlitzen. Kopf ab, so ist schön. Na komm. Komm her. Leg dich jetzt hin, du Mistiger.
Na komm, den kann ich so aufspießen, ohne dass das Adrenalin weggeht, glaube ich. Oh Mann, guck mal, einmal gehauen hier, seht ihr das? Mann, das ist so gemein. So ein blöder Zombie, die haben doch überhaupt keinen Schwung mehr in dem Schlag. Nein, er trifft mich einmal und ich bin fast tot. Voll doof. So, komm, hier einmal, zack. Müsste jetzt passen, oder? Jawohl. Da sind nämlich lauter Schätzchen versteckt. Ich sage Schätzchen, weil es sind nur kleine Schätze. Aber das reicht ja eigentlich auch. Komm, ich geh mal aus dem Weg hier, du blöde Urne. So, aber warte mal, das ist immer... Seht ihr, wenn ich mich lange genug nicht bewege, sehe ich die Schätze. Hier ist so eine blaue Plattform. Hier. Platte eben, nicht Plattform. So, warte. Das reicht nie im Leben, oder? Das reicht nicht, da muss ich mir noch mehr Seile hinballern. So, einmal hier noch. Zack. So, rüber. Wow, Vorsicht. Weil dieser Sturz tut auch richtig weh. Aber richtig. Okay, das... ich kann da wieder hochklettern dann. Aber das reicht weit genug bis auf den Boden. Weil diese Dinger hier, diese Gefäße, die kann ich natürlich auch öffnen. Das heißt natürlich, ich kann sie öffnen. Oh, hier ist ein Naga. Das habe ich doch schon. Überlegenes Naga-Seidenschwert. Wo ist das jetzt hin? War das ein normales, das ich eh schon habe? Dann wird es, glaube ich, gar nicht mehr doppelt aufgenommen. Das ist dann egal, so ziemlich. Okay, und... alles klar, geschafft. So, hier kann ich eine kleine Abkürzung nehmen. Nämlich über diese oberen Plattformen. Wow, nein, 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 nein. Oh Mann, das meine ich. Das ist so blöd manchmal mit der Physik. Ja, ich will springen und er tut's nicht. Und dann springt er und doch nicht. Und dann will er sich hochziehen und hört plötzlich auf damit. Total bescheuert. Okay, komm. Zack, zack. Nee, komm, schmeiß das Ding weg. Hier, Heiltrank oder Mana. So, jetzt. Jawohl. Man kann sich quasi überall hochziehen. Also überall, wo es hier Holz gibt, kann ich mich da mit dem Pfeil hochballern. Oh, warte mal. Das Seil kann ich, glaube ich, auch durchtrennen. Achtung. Ja. Und es schlägt die Tür durch. Haha. Das ist auch wieder so eine quasi Falle. Ja, komm, das Nagerschwert brauche ich eh nicht mehr. Und... jawohl. Geschafft. Und darüber geschafft. Und jetzt aber mal ein Speicherpunkt. Meine Güte. Hupsala. Das hätten wir... Warte, Anlauf. Sag ja, manchmal will's, manchmal nicht. Ich habe nämlich Besseres zu tun, als mich mit den Zombies hier zu prügeln. Nee, nee, das muss nicht sein. Ich kann die zwar von oben abballern mit meinem schönen Bogen, aber... Ups. Haha. Guck mal, was da für ein Blutplacken gleich kommt hier. Voll abartig. Oh, da ist eine Falle. Ach, die kann ich gar nicht mitfallen. Ja. Wäre ich jetzt ein Zauberer, dann könnte ich das hier ganz schön vereinfachen, aber nein. Ich muss ja mit dem Bogen drauf schießen. Ich glaube, wenn man immer den Kopf trifft, dann kann man ihn abschießen. Weil ich eigentlich immer dann... Ja, okay, es geht. Jawoll, es ist halt immer ein bisschen rumprobieren. Es geht nicht bei jedem Treffer. Ich hätte eigentlich gar nicht treffen dürfen, aber es ist trotzdem. Ist halt sehr, wie soll ich sagen, großzügig mit seiner Treffer-Hitbox. Da ich den immer vollen Köcher hab, hihi. Ah, was war das für ein Geräusch? Na komm. Da unten ist, glaube ich, das Secret. Warte mal. Mach ich mal mit dem Seilpfeil hier einen Pfeil hin. Und springe runter. Uah, das sah schon wieder so knapp aus hier. Das gibt's doch nicht. Oh, guck mal, ist das eine Falle oder was? Ja. Auf jeden Fall hier das Secret. Das werde ich mir jetzt mal holen. Wo ist es denn da, ne? Muss man nämlich einhauen. So, rein da. Rein da, habe ich gesagt. Wow. Aber guck mal, es zählt gar nicht als Secret. Voll toll. Ich weiß gar nicht, was noch welche gab. Ach, Kumpels. Ihr nervt, wisst ihr das? Ganz gewaltig. Und da kommt immer mehr aus dem Boden. Von wo denn? Wer von euch Typen hat wieder Gift gespien? Der ekelhaften. Okay, ich mache einen Safe Point. Oh, nee, nicht schon wieder. Seid mir echt zu doof, wisst ihr das? Haha, verarscht. Jetzt gehe ich mich auf der Seite hier runter. Wie gesagt, ich will mich nicht mit Zombies anlegen. Das ist voll doof einfach nur. Die sind viel zu stark. Und wenn sie mich einmal hauen, dann tut das weh. Und richtig.
B. Ach, das ist gar nicht der. Jetzt habe ich den Seilpfeil, der ist ja auf 4. So, zack. Und uah. Irgendwie hat man unendlich Seile dabei. Das finde ich auch ein bisschen komisch, muss ich mal so sagen. So, warte, hier ist das nächste, wo ich mich hochballern kann. Wir können auch unten bleiben, aber das ist natürlich mal wieder nicht zu empfehlen. Ich dachte, hinter mir kommt schon wieder ein Zombie. So, und rüber. Ah. Och Mann! Ihr wollt mich ja verarschen. So einen sicheren Sprung und er zieht sich nicht hoch. Na, ah. Die habe ich ja gespeichert. Das ist ja nicht so gut. So, komm. Seilpfeil. Geh doch um die Ecke. Das ist halt das, man merkt halt, man spielt keine Kamera, die da durch die Luft schwebt. Man spielt halt wirklich einen Menschen, also einen Körper spielt man. Das ist ja oft so bei so Ego-Dingern hier, dass man dann irgendwie nur eine Kamera hat und man guckt nach unten und sieht sich nicht. Aber hier ist es eben wirklich so, dass die Physik da ganz genau mitspielt, was man macht. So, jetzt. Jetzt aber mal Quicksave. Mann, bei den einfachsten Sachen hier sterbe ich. Das kann es doch nicht sein. Jetzt hier. Ich weiß, hier unten ist noch ein Secret. Hier. Na, ah, da sind nämlich die netten Ghule wieder. Pilze. Sogar magische, die mir auch Mana geben. Ich weiß gar nicht, ob die hier raufkommen können. Ich hoffe es nicht. Ghule, das sind Arantiershunde. Sie haben einen Weg hier reingefunden. Ja, Ghule sind toll. Richtig toll. Die kann man sogar auf normal und easy fürchten. Also die sind wirklich ekelhafte Viecher, die viel, viel Schaden verursachen. Komm, such die Urne. Such die Urne, meine Kleinen. Da unten ist nämlich was in dem Sarg. Das möchte ich gerne haben. Da muss ich die erstmal zu beseitigen, die Mistviecher. Ich kann jetzt auch komplett hier durchgehen. Hier hinten geht es nämlich weiter, aber ich möchte die eigentlich gerne töten. Mistviecher. Da ist da irgendwo ein Seil. Ja, dann kann ich mich da runterlassen und versuchen, einen zu killen. Aber ich glaube, das wird nichts, oder? Och, genau hier. Wie doof. Ah! Aua. Das war nicht so toll. Ich speichere mal kurz. Wenn die nämlich jetzt kommen, ich bin ruckzuck am Arsch. Was? Achso, muss ich knacken. Lalalala. Keiner sieht mich, okay. Ich hoff's doch. So, schnell, mal auf. Gegengift. Na toll, das hat's vollgebracht, ne? Hat's vollgebracht. Wo sind die denn jetzt? Ah, da sind sie. Die Ghule. Nein, die Ghule. Ah! Und da ist eine Falle drin. Verdammter Mist. Ist nicht so lustig. Gar nicht lustig. Komm, ich verzichte auf das Gegengift. Habt ihr Mistviecher? Kommt. Und da sind natürlich noch Zombies. Verdammte Ghule, kommt jetzt. Hier bin ich. Oh, die können die Wände hochkrabbeln. Seht ihr das? Oh, da vorne. Na komm. Wie ich sie halt sehe, ne? Mistkreatur, komm her. Jetzt habe ich ihn angelockt. Oh oh. Die hat gerade mal hier raufklettert, seht ihr das? Pennervieh. Komm, nächster. Und patz. So, der andere lebt aber noch, oder? Oh oh. Ich kann sie hören. Okay. Ich muss mich beeilen, glaube ich, für das Secret. Schnell hier in den Schalter. Oh. Jetzt kommen die mir alle hinterher. Los, los, los. Und wieder runter, das Ding. Das will's nicht. Oh Mann. Ah! Schon wieder Fallen. Überall Fallen, verdammt. Ich sollte vielleicht auch mal kurz stehen bleiben und mal gucken, ob da irgendwo Licht angeht. Dass ich das sehe. Dass da Fallen sind. Das sieht man nämlich, wenn man kurz stehen bleibt. Ein Punkt noch. Da kann ich mir nicht kritisch 2 holen. Wo ist es denn? Da, seht ihr? Diese Sonne da, diese. Oh, ich war nicht mal in der Nähe, komm. Kettenpanzer brauche ich nicht. Alles Quatsch. Ist nichts zum Schmeißen hier? Hallo? Nö, nee, gar nicht. Erstmal heilen. Da, Falle, seht ihr das? Ja, ja. Sehr nett, ne? Kann ich hier nicht irgendwie auslösen? Sowas draufschießen oder so? Warte. Muss ich drüber springen? Hoffentlich geht's gut. Ja, geht. Hä? Ach, hier ist gar nichts, oder was? Hier war doch ein Secret. Das weiß ich doch noch. Nö, hier komme ich einfach wieder nur zurück. Ach, das wäre vielleicht auch eine Abkürzung gewesen, seht ihr? Jau, das wäre es nämlich gewesen. Einfach nur eine Abkürzung. Aber ich lege mich eh nicht mit den Zombies an. Ich renne einfach durch, von daher ist es mir egal. Man hätte jetzt, glaube ich, auch komplett durchschleichen können. Aber das ist auch nicht so meine Absicht.
ist zu einfach. Ich sterbe lieber 50 Mal dabei. So. Oh, das war ein kurzer Ladescreen. Sehr kurz. Hier geht es jetzt nämlich weiter. Und da oben seht ihr das schon, das Gelbe. Das Auge der Maid. Ein Saphir. Ich spüre ihn in der Nähe. Zack. Und schon habe ich den gelben Stein. Hahaha. Oh, hier gibt es eine Menge Pfeil. So. So, jetzt Naga-Seidenschwert. Sie überlegen ein Naga-Seidenschwert. Jetzt gibt's Crit. Und jetzt werde ich nämlich auch mal das hier nehmen, den anderen Ring. Der hier für mehr Crit. So, wunderbar. Jetzt habe ich 6% kritische Treffer. So, wisst ihr was, ihr blöden Zombies? Das Schöne ist halt, dass hier alles mit Fallen gespickt ist. So, einmal du. Oh, ey. Das ist doch unglaublich. Habt ihr es gesehen? Der hat mich einmal geschlagen, die Sau. Naja, Leute. Och nee, nicht schon wieder. Ja, ich renne nochmal durch, komm. Oder? Ach komm. Ich mach Load. So, Autoload. Ach, so ein Shit, ey. Wie peinlich die letzten Folgen einfach nur waren jetzt. Das Auge der Maid. Ja, deswegen mal schon. Ich spüre ihn in der Nähe. Zack. Dann einmal das Naga-Seidenschwert. Achso, jetzt. Naga-Seidenschwert, da bitte. Und hier den kritischen Ring. Dann einmal Quick Save. Und warten, bis die ganzen blöden Viecher kommen. Na, kommt schon. Hier rauf. Scheiß Zombies. Na, komm schon. Hau mal einmal kaputt. Jetzt heißt es warten, bis ich vergiftet werde. Nein, bis sie da durchrennen natürlich. Kommt. Ach, ihr blöden Mistviecher, ne? Komm, geh. Geh. Du sollst da vorgehen. Okay. Ah, schon wieder vergiftet. Es nervt so, diese mistigen. Naja, Leute, ich mache hier nochmal einen Cut, einen kleinen. Und ich würde sagen, wir machen nächstes Mal weiter mit Dark Messiah of Might and Magic.